Sommerfest hieß es am Mittwoch in der Sozialstation in Hettstedt. Für die Bewohner des Pflegeheims und die Bewohner des betreuten Wohnens ging es nach einer kurzen Begrüßung mit einem zünftigen Mittagessen los. Spanferkel und Sauerkraut ließen sich die Anwesenden schmecken. Und das eine oder andere Bier unterstützte den Geschmack. Die Mitarbeiter der Sozialstation hatten im Garten ein Zelt aufgebaut, um für jede Wetterlage gewappnet zu sein. So störte auch der zwischendurch aufkommende Nieselregen oder der böige Wind das Sommerfest nicht. Mit Spiel und Spaß ging die Zeit bis zum Kaffee schnell vorbei. Allerhand Preise galt es beim Glücksrad zu gewinnen. Doch war dieses ein besonderes Glücksrad. Nur nach Erfüllen der erdrehten Aufgabe gab es tatsächlich auch einen kleinen Gewinn. Bürgermeister Dirk Fuhlert nutzte die Gelegenheit, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen und konnte so auch in seinen Worten das überwiegend positive Feedback weitergeben. Und dass Sie alle sich bei der Sozialstation wohlfühlen, das zeigt ja auch, dass die Arbeit der Kollegen und Kollegen in Ordnung ist. Deshalb darf ich an der Stelle mal Danke sagen an alle Kollegen, die sich hier nicht nur heute engagieren, sondern insgesamt in der Sozialstation der Pflege immer ihren Mann stehen und ihre Frau stehen natürlich. Und ich hoffe natürlich, dass nicht nur das Sommerfest Ihnen Spaß macht, sondern dass Sie insgesamt immer Freude haben, wenn es darum geht, Ihren Alltag zu gestalten und hier natürlich auch die Leistung und die Hilfe der Sozialstation in Anspruch zu nehmen. Neben einem DJ, der den ganzen Nachmittag für den guten Ton sorgte, trat auch der Männergesangsverein aus Freckleben auf. Seemannslieder und jede Menge Bekanntes zum Mitsingen begeisterten die Bewohner und Mitarbeiter der Sozialstation. Natürlich wurde das Sommerfest für das Fotoalbum festgehalten, um an trüben Tagen sich auf das nächste Jahr zu freuen.